Verstehe nicht alles. Bin ich wieder? Ich bin wieder angezogen. Okay, das war mir wichtig. Was zum Teufel? Jeder oder jeder einzelne von uns muss sich selbst überlegen, was am besten für die Familie ist. Was? Egal. Komm schon, Saul. Wenn ich den Clan verlassen muss, dann sag's einfach. Erspar mir wenigstens noch eine deiner langen Reden. Musst wohl noch ein paar über dich ergehen lassen. Denn von heute an wirst du diese Familie anführen. Mit mir zusammen. Bitte was? Ich hätte es ja gerne zeremonieller gemacht, aber gut, wie du willst. Ich lag falsch. Du hattest recht. Das ist die Wahrheit. Wow. Und dass es nie wieder passieren möge. Aber ich mach doch ständig Ärger. Du hast gesagt... Ich weiß. Aber Meinungen ändern sich. Du hast für die Familie alles riskiert. Obwohl du nicht wusstest... Das gefällt mir. ...wie es für dich ausgeht. Okay. Na gut, von mir aus. Aber vieles wird sich ändern müssen. Ja. Und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Okay. Hallo. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich hab Nein gestimmt. Zum Teufel! Danke, danke. Ich muss erstmal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir? Ja, jetzt auf jeden Fall. War ja schon recht sexy umgesetzt, ne? Ohne, dass es wirklich jugendgefährdend war, ne? Und dieser Technosex-Aspekt, der hat mir tatsächlich Spaß gemacht, ja. Und dadurch war es natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, unecht. Ein interessanter Tag. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Nee, echt. Wir sind dir was schuldig. Kannst auf die Aldekaldus zählen. Jederzeit. Das gibt jetzt gleich nochmal Bonuspunkte, gut zu oder? Wissen. Ja. Und Penem, ja, das hat Spaß gemacht. Doch, muss ich eh sagen. Niemand an der Bar. Finde ich gut. So, du wackelst ja jetzt noch mehr, ne? Bier? Limonade? In so einer Situation nicht im Lager zu sein. Ja, dann sprich doch mit ihr. Ich will ja mit ihr sprechen. Hallo? Irgendwas ist da jetzt ein bisschen unrund, oder? Hallo? Irgendwas ist da buggy, oder? Hallo? Limo klingt gut. Wie du willst. Ja. Ich weiß nicht. Ich denke, ich muss klar einen Kopf haben. Auf Happy Ends. Ja, weil... Unsere Abenteuer werden mir fehlen. Wieso fehlen? Mir auch. Andererseits, wer sagt denn, dass das unser letztes war? Richtig. Wie... Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. Würde ich ja gern, Panam. Wirklich.
Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Ja. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Schon okay, Vee. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denke darüber nach. Versprochen. Warum? 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 Warum ist es so schlimm? Hallo? Na? Wie? Wie? Wie es mir geht? Panam. Ganz ruhig. Alles okay. Wie fühlst du dich? Was ist passiert? Ich weiß noch, wir haben geredet. Und dann... Du bist plötzlich umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Neue Bleibe. Das Lager ist umgezogen. Denke, hier sind wir sicher. Fürs Erste. Oh, Vee. Hallo. Vee. Du musst mir sagen, was los ist. Ja, dann sag's doch, du erzählst doch jedem. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Panam, Es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Jeden Tag. Jeden Tag. Okay, Vee, entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Kennst du Johnny Silverhand? Ja. Sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Oldies. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... soll das eine komische Metapher sein? Lange Geschichte. Hatte einen Job. Hab ihn versaut. Und jetzt hängt mir Silverhands Konstrukt im Kopf. Bullshit! Tja, er findet's auch nicht toll. Glaub mir. Wir kommen nicht gut klar. Und es wird schlimmer. Du verarschst mich nicht? Ich versuche nur damit zu leben. Zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Das ist richtig. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt. Und umkippen. Warte, ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Hey, Mitch. Okay, endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Was? Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Viel besser. Danke für eure Hilfe. Freut mich zu hören. Danke. Ich bleib noch ein bisschen. Fühl dich wie zu Hause. Wie? Denk dran. Unser Angebot steht noch. Na, das ist gut ausgegangen. Wenn du Hilfe brauchst, die Alde Kaldos sind für dich da. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Wenn du was brauchst, weißt du, wo du uns findest. Sie geht einfach durch mich durch, ja. Und jetzt? Hallo? Soll ich mitkommen? Ja, was denn? Ja, ja. Gehen wir mal nach. Ja, irgendwie so ein bisschen buggy ist es schon, ne? Ich kenne diesen Ort von früher. Die alten Routen. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Militech kommt nie so weit raus. Willkommen zurück. Und von hier hat man einen viel besseren Überblick. Unser Röschen ist also aus dem Schönheitsschlaf erwacht. Alter, hallo. Jeder hat's mitbekommen. Scheiße. Sag mal, was für eine Sonnenbank nimmst denn du? Das ist ja richtig toll. Ey. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, ne? Also jetzt wird's schon ein bisschen buggy. Also das letzte Update, das sind ja schon zwei Aber Updates. Trotzdem. Alles hier ist nur temporär. Bald müssen wir entscheiden, was als nächstes kommt. Ja, wir haben noch ein paar Missionen warten, aber warum muss ich dir jetzt nachrennen? Was willst du denn? Hm? Warte. Wie? Nochmal wegen vorhin.
Ich will nicht mal so tun, als hätte ich's verstanden. Es wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst, wie kann ich helfen? Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. Jupp. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Er konnte nichts tun. Vielleicht kann's keiner. Das glaube ich nicht. Du findest einen Weg. Und wenn's soweit ist, helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Danke für alles. Dass du für mich da bist. Schön gemacht. Pass auf dich auf. Und sag Bescheid, wenn... Lass mal von dir hören, okay? Mhm. Ja. Oh, Scheiße, nicht gut. Schon wieder. Ja, mach doch, dass es weggeht. Das ist ja furchtbar. So. Was wollen wir als nächstes machen? Ja, Page Save. Was haben wir da? Nee, das machen wir nicht. Gut. Ja, gut, okay. Machen wir das mal. So. Mhm. Ja, müssen wir dahin. Also. Umdrehen und zum. Ja, komm, jetzt mach das nicht dauernd. Das ist ja furchtbar. Ja, wo haben wir denn den wunderschönen Schnellreisepunkt? So, und wieder eine Schnellreise. Jawohl. Duck. Yeah. So, ein halbes Stündchen machen wir noch. Mhm. Ach du mit deinen blöden... Ich finde das mit den... Wie gesagt, das mit den Fahrzeugen mache ich nicht. Ja. Immer gut. Bisschen Pflanzen. Wir sind oben. Danke. Was ist denn jetzt mit der Judy? Okay. Bam, bidi, di, 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 di. So, also langsam aber sicher fühle ich mich in dem Spiel halbwegs wohl. Und es macht auch wirklich Spaß. Ich verstehe die Story auch ein bisschen. Aber diese Sache mit den Bodybuildern, das ging mir halt eben schwer und sagt, dass ich das erst so richtig gar nicht geschafft habe. Aber jetzt habe ich es ja gemacht. Schön, dich wiederzusehen. Ist was passiert? Komm mit. Jeff wird dir alles erklären. Er ist fast fertig mit den Vorbereitungen. Ich habe übrigens alle seine Meetings heute nach draußen verlagert. Über den Eckpfeiler meiner Plattform. Ich mache doch keine 180-Grad-Wende, nur weil Nightcore... Ungestört bei... Nein, ich werde niemandem den verfickten Schwanz lutschen. Erfährst du gleich. Ich muss los. Mach die Änderungen, wir sprechen später wieder. Genau. Wie? Schön, dass du da bist. Ja. Jefferson. Setz dich bitte. Du willst sicher wissen, warum du hier bist. Mhm. Es gab einen Einbruch, aber keinen gewöhnlichen. Mhm. Was war so ungewöhnlich? Vor ein paar Nächten hat mich irgendwas aufgeweckt. Ein Geräusch. Ich habe meine Pistole genommen und habe nachgesehen. Da war ein Fremder.
Sah aus, als wollte er eine Waffe ziehen, also habe ich abgedrückt. Abgeknallt? Ich weiß nicht. Plötzlich drehte sich alles und ich wurde ohnmächtig. Am Morgen war er weg. Aha. Du musst ihn finden und rausbekommen, was er wollte. Seltsam. Hast du das NCPD verständigt? Natürlich nicht. Wir wollen jede Aufmerksamkeit vermeiden. Kein Laut nach draußen. Im NCPD gibt's genug Vögel, die für ein paar zusätzliche Eddies alles machen. Wenn wir einen Einbruch melden, fallen die Medien wie Heuschrecken über uns her. Keine Polizei. Kapiert. Natürlich haben wir SSI, unsere private Sicherheitsfirma, verständigt. SSI ist eine kleine Firma. Warum nicht Arasaka oder Militech? Naja, weil sie uns empfohlen wurde. Und der Vorteil ist, dass wir nicht von Megakonzernen abhängig sind. Seid ihr immer. Ist der Sicherheitsfirma etwas aufgefallen? Ja. Ja, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen. Sie haben keine Spuren eines Einbruchs oder eines Schusses gefunden. Auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen. Der Wachmann hat auch nichts bemerkt. Mhm. Sie vermuten, dass Jeff einfach nur schlecht geträumt hat. Die einfache Lösung. Liz hat SSI heute abgesagt, damit ich dich reinbringen kann. Wie sah der Mann aus? Ich kann mich kaum erinnern. Es war dunkel. Aber er trug eine Art Maske. Mhm. Oder ein Implantat. So genau konnte ich das nicht erkennen. Elizabeth hat ihn auch nicht gesehen? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Der Wahlkampf ist ziemlich anstrengend. Okay. Du bist ohnmächtig geworden? Ja, richtig. Gleich nach dem Schuss. Und dann? Nichts. Ich bin morgens in meinem Bett aufgewacht, mit höllischen Kopfschmerzen. Ich glaube, du wurdest gehackt. Irgendeine Idee, wie du ins Bett gekommen bist? Nein, keine Ahnung. Elizabeth weiß es auch nicht. Hat der Typ was mitgenommen? Oder kaputt gemacht? Nein. Es fehlt nichts. Ich habe auch keinen Schaden festgestellt. Jeff muss ihn verjagt haben, bevor er etwas tun konnte. Glaube ich nicht. Was kannst du mir über SSI sagen? Wer sind die? Sie sind seit 15 Jahren im Geschäft. Sie haben Kunden in der ganzen Stadt. Mhm. Ich glaube, sie wurden uns empfohlen. Von einem Bekannten. Glaubst du, SSI hat etwas damit zu tun? Entweder das oder jemand, der hinter SSI steht. Hast du irgendeine Idee? Vielleicht stecken die gleichen Leute dahinter wie bei Ryans Tod. Oder Welton Holt, Jeffs politischer Rivale. Er liegt in den Umfragen hinter Jeff. Aber eigentlich könnte es jeder sein. Jeff hat viele Feinde, einige davon sehr einflussreich. Die Liste wäre endlos lang. Verstehe. Deswegen bist du hier, wie? Du musst rausfinden, was zum Teufel da vor sich geht. Das mache ich. Ich würde mich gerne mal im Apartment umsehen. Natürlich. Liz führt dich rum. Ich muss zu einem Meeting. Meld dich, sobald du was rausgefunden hast. Alles klar. Ich bin guter. Und die sind nett. Ich glaube, die sind nett. Komm mit. Ich zeig dir alles. Bin direkt hinter dir. Fangen wir da an, wo Jeff den ungebetenen Gast gesehen hat. Ich muss sagen, manchmal macht mich das alles hier so müde. Die Politik? Bisher ist es uns gelungen, Anfragen von Nightcore, Biotechnica und Arasaka abzulehnen. Bisher, sagst du? Wenn Jeff gewählt wird, ohne jemanden irgendwelche Gefälligkeiten zu schulden, wäre das der eigentliche Sieg. Das würde mir auch gut gefallen. Jeffs Büro. Kontrollraum, Lagerhaus und Flohmarkt. Alles in einem. Schnellfraß? Jeff und du, ihr macht bestimmt eine Menge Überstunden. Wahlkampf. Da bleibt einem keine Zeit übers Essen. Hier hat Jeff den Einbrecher gesehen. Und auf ihn geschossen? Jeff hatte... Genau, direkt nachdem er aus dem Schlafzimmer kam, hat er jedenfalls gesagt. Blutspuren. Nur unvollständig entfernt. Wessen Blut ist das? Von einem von euch? Nein, das ist ganz sicher nicht von uns. Vielleicht von dem Einbrecher? Vermutlich. Schusslöcher. Verputzt. Jemand hat versucht, die Schusslöcher zu stopfen.
Das war nicht zufällig einer von euch? Nein, natürlich nicht.